Hallo Leute, heute kein Wort zum Sonntag, sondern monothematisch ein Rant gegen Renault. Obwohl ich ja das mit dem Ausliefern des Standard Range als Standard Range Plus und dann Downgrade beim Kunden durch Tesla auch ein bisschen seltsam fand auf mehreren Ebenen, aber lassen wir das jetzt mal. Also, ich habe Bescheid gekriegt bezüglich meiner Zoe. Und zwar, ich versuche mich jetzt da als Simultanübersetzer. Sie sagen, sie übernehmen die Reparaturkosten nicht, weil der weiße NRG-Lader, also das Energy Kick, nicht durch Renault homologiert sei. Der Fehler des Laders des Autos sei durch die Benutzung dieses Ladegeräts provoziert worden. Außerdem empfehle Renault nicht, einen Gelegenheitslader zu verwenden. Also damit meinen sie wohl den Notladeziegel, den ich auch erwähnt habe, weil damit konnte ich ja dann noch laden, als nichts mehr ging, und danach kam dann die Fehlermeldung. Die Lösung ist, den Eingangsfilter zu ersetzen. Und beiliegend die Offerte kommt mit der Fehlersuche irgendwie auf 1650 Euro. Da trösten mich dann die 1000 Küsse mit 4S und Ausrufezeichen 2 auch nicht mehr. Jetzt kann ich hier auf dem iPad die Offerte gerade nicht sehen, aber ist ja egal. Also ja, 1650 noch ein bisschen mehr. Finde ich nicht besonders witzig, vor allem mit dieser Begründung. Ich habe den natürlich dann geschrieben, Blödsinn, Energy Kick erfüllt alle Vorschriften, zertifizierter Lader und ist auch kein Gelegenheitslader und bla bla. Und dann hat mir die Dame da gesagt, ja, das soll ich Renault direkt erzählen, weil die haben das ja entschieden, nicht der Händler. Konnte mir dann aber auch keinen Kanal für den Kontakt zur Verfügung stellen. Also bin ich dann über das, wie sagt man, über den Kundendienst auf der Webseite gegangen. Da hat man mich dann nochmal nach Namen und was, ja, nach irgendwelchen Daten gefragt, die sie eigentlich sowieso haben müssen, wenn ich da angemeldet bin, aber okay. Und danach hieß es, ja, es werde, sie freuen sich, mir mitteilen zu dürfen, da habe ich mich schon gefreut, aber nein, mir mitteilen zu dürfen, dass das an die zuständige Stelle weitergeleitet wird. Jetzt kann ich natürlich noch hoffen, aber so wirklich hoffnungsvoll bin ich nicht. In einem spanischen Forum habe ich nämlich gelesen, dass einer sagt, ja, natürlich ist das ein Blödsinn, aber selbst im Batterie-Mietvertrag stehen, man dürfe nur von Renault homologierte Lade verwenden. Und ich habe auch in einem englischen Club gelesen, dass diese Begründung auch schon verwendet wurde, um einen Garantiefall abzulehnen, weil jemand an einer Schnellladestation geladen hat, an einem Lader, der auch nicht durch Renault zugelassen ist. Also, sagen wir mal so, wenn Renault das ernst meint, dann sollen sie doch den Verkauf der Autos einfach einstellen, weil das ist doch wohl ein Scherz. Man muss doch dieses Auto an jedem Typ 2 Lader laden dürfen und nicht irgendwie erst eine Liste durchgehen, und allzu viele werden da auch nicht draufstehen. Und wenn man reist, was hat man da für eine Chance irgendwie? Da muss man doch am nächsten Lader, der einem zur Verfügung steht, laden können. Also, ich bin gerade ziemlich sauer, aber ich halte mich jetzt noch ein bisschen zurück, bis die endgültige Entscheidung gefallen ist. Also ich würde euch jetzt noch nicht empfehlen, keinen Renault zu kaufen. Allerdings einen zu kaufen empfehle ich euch schon lange nicht mehr. Also
Ja, ich finde es eine echte Sauerei. Wie die, mit den Kunden umgehen. Ja, viel mehr kann ich im Moment gar nicht dazu sagen. Das nächste wird natürlich dann, wenn ich das Auto verkaufen will mit der Mietbatterie, das wird auch lustig werden. Ich hätte mir, glaube ich, das Auto besser geschenkt und ja gut, den Kona gab es damals noch nicht und ja, viele, viele Alternativen. So, um reinzuschnuppern gab es nicht, den Leaf hat es halt noch gegeben. Aber ich habe natürlich auch das mit der Mietbatterie erwähnt, dass man mich da eigentlich schon verarscht hat, in Anführungszeichen, indem ich da die Mietbatterie dann genommen habe, statt sie zu kaufen, weil man eben die 40 Kilowattstunden Version in Aussicht gestellt hatte. Und eben, ich hatte ja schon den Vertrag und schon 1000 Euro anbezahlt und also auch das war nicht so ganz kundenfreundlich, muss ich sagen. Normalerweise, wenn man einen Vertrag eingeht, sie werden sich sicher irgendeine Klausel offen gehalten haben, aber trotzdem, es ist nicht die feine Art. Ja. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Das war's für den Moment. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Und überlegt euch, wo ihr beim Autokauf Geld spart. Weil das mit dem Elektroauto kaufen spart Geld, das kann ich bis jetzt nicht wirklich unterschreiben. Auch wenn es andere Vorteile hat. Tschüss!